Es ist schon erstaunlich, welche Entwicklung die Impfungen mit Covid-19 genommen haben. Im April, Mai hat man in Deutschland noch eine absolute Impfstoffknappheit, sodass wir beispielsweise die Impfreisen nach Moskau und nach San Marino angeboten haben. Heute im August haben wir eine komplett andere Situation. Diejenigen, die geimpft werden wollen, haben ein Impfangebot, mittlerweile sogar die Kinder ab 12 Jahren. Und wir müssen in Deutschland Impfanreize schaffen, um die Leute zum Impfen zu bewegen. Da gibt es die absurdesten Dinge, wie beispielsweise Eier, Hühner, Ziegen, kostenlose Urlaubstage und mittlerweile von uns angeboten eine Woche kostenloser Türkei-Urlaub für alle, die geimpft sind. Egal wo, egal mit unseren Impfreisen oder in Israel oder in Serbien oder ganz normal in Deutschland. Jeder Geimpfte bekommt eine Gratisreise, eine Woche Kappadokien in der Türkei. Alles Wissenswerte dazu findest du hier in diesem Video. Servus, ich bin Albert Siegel, der Billigflieger. Wie im Vorspann schon gesagt, gibt es jetzt die verrücktesten Impfanreize. In manchen Ländern gibt es Eier, Hühner, teilweise Ziegen. Es gibt Gewinnspiele, teilweise mit Gewinnsummen von 1,5 Millionen Dollar. Das könnt ihr unten im Link von der Tagesschau.de nachlesen. Bild.de hat kürzlich in der letzten Woche getitelt, in Amerika bis zu 100 Dollar als Prämie, wenn du dich impfen lässt. Da haben wir gedacht, wir sprechen jetzt auch mal mit unseren türkischen Partnern, können wir die Impfkampagne in Europa, speziell in Deutschland, nicht auch unterstützen? Und dann kam durch Brainstorming raus, wir können eine Woche Türkei, Kappadokien-Rundreise im 4-Sterne-Hotel mit Frühstück gratis anbieten. Da gibt es 2 Termine, einer ist kurz vor Weihnachten und einer ist Anfang nächsten Jahres. Da kannst du dich jetzt gratis anmelden, musst dir nur einen Flug dazu buchen und hast dann eine Woche die Rundreise gratis mit dabei. Die Reisebeschreibung findest du unten. Wir haben dann noch andere Termine im Oktober, im April, im November, Februar, März und so weiter. Da kannst du auch reisen, musst halt einen kleinen Saisonzuschlag zwischen 49 oder 79 Euro für die ganze Woche pro Person dazu zahlen. Aber da kann man jetzt auch nicht meckern, also in den Herbstferien im Oktober oder kurz nach Ostern nächstes Jahr 79 Euro für eine Woche. Das sind 10 Euro am Tag, da kann man wirklich nicht meckern. Vor allem, weil die Flüge im Moment so günstig sind. Du kannst quasi aus ganz Deutschland zwischen 130 und 150 Euro hin und zurück fliegen. Jetzt werden sich viele fragen, wie kommen denn diese günstigen Preise zustande? Das kommt zum allerersten durch die günstigen Hotelpreise. Also in der Wintersaison von Oktober bis April sind die Hotelpreise in der Türkei eh schon günstig und jetzt durch Corona noch günstiger. Und diese günstigen Hotelpreise, die werden dann bezahlt von den Bazars. Also während dieser Rundreise gehst du 4-mal im Bazar, also in diese typischen Läden mit Teppich, Schmuck, Leder und diese Textilläden und kannst dort extrem günstig einkaufen. Also diese 4 Bazars bezahlen Hotel, den Bus und den Reiseleiter. So wird es finanziert, aber es ist denen halt auch lieber, Arbeit zu haben und ein bisschen Geschäft haben, bevor gar kein Geschäft. Und das kommt dir im Moment zugute. Du kannst also gratis zu den 2 Terminen in die Türkei fliegen, zahlst du nur einen Flug, wirst wie gesagt von uns dabei unterstützt. Die komplette Rundreise ist immer im 4-Sterne-Hotel, falls dir das nicht genügen sollte, kannst du auch in ein 5-Sterne-Hotel gehen. Das kostet dann 49 Euro für eine Woche, also noch nicht mal 10 Euro, wenn du den Luxus eines 5-Sterne-Hotels gönnen willst. Und wenn du nach der Rundreise noch eine Woche in der Türkei bleiben willst, kannst du das auch in einem 5-Sterne-Hotel all inclusive, inklusive aller Getränke, alles was Essen, Trinken, 5-mal am Tag Essen, Frühstück, Mittag und Abendessen, dazwischen noch Kaffee am Nachmittag und am Abend noch einen Mitternachtssnack. Also unglaublich günstig, also auch diese Verlängerungswoche. Du siehst hier auf dem Chart, das ich da eingeblendet habe,
vor 5 Jahren zur Jahreswende hast du für 10 Euro noch 40 oder nur 40 türkische Lira gekriegt. Zu Beginn der Corona-Krise siehst du hier für 10 Euro 60 türkische Lira. Und danach war die türkische Lira im Prinzip im freien Fall. Wenn du heute wechselst, kriegst du für 10 Euro 100 türkische Lira. Und du kannst dir nicht vorstellen, wie extrem günstig die Türkei im Moment ist. Also Essen, Trinken, du kannst kaum mehr wie 10 Euro ausgeben. Und wenn du dann einen der Termine im November oder Dezember vor Weihnachten buchst, dann kannst du deine ganzen Weihnachtseinkäufe, die kannst du in der Türkei machen. Und mit dem gesparten Geld hast du locker das Flugticket wieder herin. Das solltest du dir wirklich nicht entgehen lassen. Weil das Angebot ist limitiert und wird es auch nicht immer geben oder nicht ständig geben. Also jetzt am besten gleich dich anmelden. Die Gratisreise in die Türkei bekommst du, egal ob du schon geimpft bist oder dich jetzt erst impfen lässt. Du musst logischerweise dann deinen Impfpass hochladen. Aber wir haben uns ganz bewusst entschieden, dass logischerweise auch die, die schon geimpft sind, Anspruch auf diese Gratisreise haben.